Konnichiwa, Bitches! Es gibt einen ganz gefährlichen Spruch, Satz, den man sagen kann, und wenn ihr diesen irgendwo hört, dann rennt und es passiert nie was Gutes. Dieser Satz lautet: Ich hab ne Idee. Ja, ich hab ne Idee. Ich drück mir jetzt mal W. Tempo! Haha! Seht ihr, was passiert? Wow. Will ich da denn lang? Ich wollte eigentlich... Kann ich die Weichen stellen? Oder ich fahre hier einfach einmal im Kreis, oder? Wow. Ja, ist ein bisschen blöd, dass man sich nicht automatisch mitdreht. Aber cool, dass unsere Idee, wie wir ja beim letzten Mal schon festgestellt haben, funktioniert. So, und jetzt hoffe ich, dass wir nicht wieder abbiegen, sondern geradeaus weiter düsen können. Jawoll, ja. Okay, was haben wir denn da? Moment. Stehen bleiben, verlassen. Hm? Gerade eben konnte ich so noch untersuchen. Brauche ich Licht dafür? Kann es sein, dass ich da nur mit Licht und so? So, jetzt ist Licht drauf. Jetzt müsste das doch gehen. Oder? Jawoll. Na, wessen, von welchem Zwerg ist die? Keine von einem Zwerg. Schade. Aber wer auch immer das Ding da reingehauen hat, wollte nicht, dass man hier irgendwas sieht. Weil jetzt das ganze Licht aus ist, obwohl hier gar keine Lichter zu... Ach doch, da hinten. Doch, es hängen wohl ein paar Lampen. Zumindest hängt da hinten eine. Okay, grüßen wir mal weiter. Wir sind die Coolsten, wenn wir grüßen. Ein bisschen zu den Seiten gucken. Vielleicht kann man da ja doch irgendwo noch rein. Zum Beispiel da. Da will ich jetzt auch mal rein. Mal gucken, warum ist hier noch Strom? Flackerndes Licht ist voll assi, Mann. Was ist das? Treppensimulator, SCP oder was? Hallo? Ah, gucke da. Siehst du diese Warnung? Gehe nicht weiter. Siehst du diese Warnung? Ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung? Bleibt das Seemonster-Tor verschlossen. Ihr mit euren scheiß Ritualen, Mann, ihr macht mir voll Angst. Moment mal. Sollte ich mir die einprägen? Scheiße! Schön mit meinem Licht weiter und geh da nicht mehr rein. Ist mir jetzt egal, ob ich irgendwas übersehe, Alter. Nee.
Vergiss es. Toll, ey. Jetzt bin ich so aufgelöst vor Schreck. Dass ich gar nicht mehr reden kann, wollte ich sagen. Spätestens jetzt wisst ihr, warum ich keine verdammten Horrorspiele mag. Was ich auch nicht spiele, weil... Die killen mich. Die killen mich einfach total. Und meine Kommentare werden die ganze Zeit auch nichts... Ich will auch hier nicht rein. What the fuck? Leute, ich laufe da jetzt mal durch. Jetzt kommt gleich irgendwas aus dem Wasser raus. Packt mich. Oder? Da kommt gleich irgendwas aus dem Wasser raus. Packt mich. Da kommt gleich irgendwas. Da kommt dieser Zombie aus dem... Das ist ja nicht mal Wasser, das ist bestimmt Säure oder so. Warum läuft der da einfach durch? Alter, Balls of Steel. Ich will hier nicht weiter. Ohne Witz, Mann. Ich meine, ich wurde ja gewarnt. I feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into and with any luck walked out of. But the other darkness was deeper, stickier. Unknowable, and it wanted me to leave. Aber sag bitte, dass die Darkness nicht wiederkommt. Da drin, da geht's raus, da geht's raus. Oh Gott, lass mich einfach raus. Lass mich da raus. Es tut mir so leid, wenn da irgendwas noch gewesen. Oh. Der Part geht auch so lang. Ich habe echt Bauchschmerzen jetzt. Ich habe wirklich meinen Magen, mein Herz, mein alles in mir ist gerade gerädert. Okay, das Häuschen haben wir schon gesehen von da oben. Ich mache nach dem Part echt eine Pause, ey. Das ich kann schon gar nicht, ich drücke die ganze Zeit Knöpfe und das sind gar nicht die, die ich drücken will. Oh, fuck. Bitte frag mich nie wieder, ob ich ein Horrorspiel spiele, bitte. Okay, hier ist zu. Das ist schade, aber hat wohl seine Gründe. Schmerzen. Ich will nicht mit Schmerzen Let's Plays aufnehmen. Beim Let's Plays aufnehmen muss man lustig sein. Und mit Schmerzen kann ich nicht lustig sein. Kann ich hier durch? Nee. Aber geil wär's. Okay, dann bleibt. Was soll denn man dieses Gut? Weißt du? Ich hab jetzt echt vor allem Angst. Ja, dieses Geigengequietsche, Mann. An der Wand montierte Kiste, axtförmige Verfärbung. Feueraxtkasten? Axt, 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 Axt. Da ist die Axt.
Ja. Ach so. Sorry. Ich. Da stand nichts von wegen Klicken. Bei einem Teppich. Neben einem Blutfleck. Wehe, es passiert noch irgendwas. Ich. Oh Gott, ich muss noch 10 Minuten aufnehmen. Ich habe mir das Ende der Folge noch nie so herbeigesehnt wie jetzt. Okay, es ist ja zum Glück nicht groß hier. Zerstört von innen, von außen? Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut? Kaputte Tür. Der packt dich. Was? Umgestürzter Stifthalter. Verteilte Accessoires. Etwas hastig genommen. Stift, Bleistift, Schere, Lineal. Brieföffner? Draußen? Was ist denn das? Ist das der Aufzug? Ein Aufzug? Auch nicht wirklich was. Ja, das ist irgendwie so ein Podest. Nee, es ist im Wasser. Eine Fähre? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall ist es in der Richtung und damit draußen. Ach, ach ja. Ja, klar. Passt schon. Opfer umstellt. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden, keine Zeichen eines Kampfes, keine Fußspuren. Ja, klar, wir müssen die Schere finden und die Axt an ihren Platz tun. Damit fangen wir an. Zack. Da könnte es sein, oder? Gucken wir mal. Nee, das war was anderes. Ich gehe da nie wieder rein, Mann. Das ist voll der Psychoscheiß da drin. Unglaublich, ey. Das. Kann ich es jetzt vielleicht öffnen, jetzt wo das da schon überall steht? Nö. Ist doch bestimmt da drin. Ich sehe hier sonst einfach nicht, wo das sein soll. Wie lange muss ich noch? Sind ja gerade mal 3 Minuten um. Das ist in dem Haus drin. Das heißt, ich muss den Schlüssel finden. Dieses Gefiddel immer, dieses Hochfrequente. Am Anfang fand ich alles noch voll nett und schön und jetzt hasse ich einfach alles. Ja, da geht's. Aber. Da geht's nicht rein, nirgends. Was ist denn das? Das ist Grafikfehler oder das ist ein Hai? Ist ja ein Jumpscare, ein einziger Jumpscare und ich bin halt einfach hinüber. So, apropos Horrorspiele, Craven Manor ist jetzt fertig. Ich darf dafür ein bisschen Werbung machen. Ich verdiene zwar nichts dran, aber ich habe die deutsche Übersetzung gemacht. Also das heißt, es ist jetzt fertig und man kann es für 8-9 Euro auf Steam kaufen.
Es gibt einen komplett neuen Level, also der war nicht in der Beta. Nicht in der Beta, die ich gespielt habe. Ich habe ja. Das war auch so gemein. Ich habe von denen dann quasi nochmal eine Beta bekommen mit dem neuen Level und dem Geheimlevel, das es auch noch gibt. Ach, warte mal hier. War ich hier schon? Ah, hey, cool. Das ist aber gar nicht in der Richtung. Ihr wollt mich wohl verkohlen. Kein Blut dran. Das ist neu. Will ich nach oben? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich ja... Aber ich käme hier ja auch gar nicht anders weg. Das heißt, ich muss da später sowieso wieder hin. Ey, Leute, guck mal ernsthaft. Ne? Ich war da drin und er hat wirklich in diese Richtung gezeigt. Und wo war es? Da. Also, um nochmal meine Werbung für Craven Manor fertigzustellen. Es hat ein neues Level und ein Dings-Level und ich hatte halt eben diese Beta-Version und ich durfte sie nicht spielen. Also ich durfte sie spielen, aber ich durfte sie niemandem zeigen und ich durfte sie vor allem nicht aufnehmen und auf YouTube hochladen. Und das hat mich krank gemacht, weil ich hätte das voll gerne. Also wenn ihr Craven Manor zocken wollt und meine Übersetzungen leid seid, dann gibt's das jetzt auch in Deutsch. Für 9 Euro auf Steam. Ach ja, genau, die Schere. Ja, ja. So, jetzt kommen wieder Lichtle aus dir raus und ich muss da wieder hinrennen und dann raten, in welcher Reihenfolge die wohl richtig sind, ne? Alle draußen? Nee, einer bleibt drin. Da! Kabauts. Ah! Okay. Was? Ach, er hat sich mit der Schere wehren wollen. Okay, dass das die zwei letzten sind, das wird ja wohl irgendwie... Das ist ja klar, oder? Also bisher, ich weiß ja nicht, was wir sonst noch haben. Der wurde halt einfach von ihm da reingetrieben, oder? Hä? Da fehlt doch noch was. Aber ich sehe kein Glitzerdings. Ah, okay, hier. Eins. Zwei. Also das ist jetzt irgendwie einfacher. Vier. Fünf. Where's my mother? Why are you standing in the speaker's way? She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh God, oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. It didn't have to be this way. He could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon.
Okay, aus dem Fenster raus. Ich erkenne gar nichts. Jetzt ist es weg. So, aber das mache ich jetzt noch schnell. Da laufe ich jetzt noch schnell hin. Um zu wissen, was da abgeht. Weil ich finde, das ist eine blöde Stelle, um aufzuhören. Ah, guck mal, jetzt ist auch offen. Oh, wo ist jetzt das Lichtle? Da. You disturbed it, not me. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Okay. This sleeper is feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Okay. Dann kann ich jetzt endlich Pause machen. Gott, ich muss mir jetzt als erstes reinziehen, wie ich mich da zerrissen habe. Ich find's ja selber witzig, aber ich will's einfach nicht nochmal erleben. Gott. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir bitte mindestens einen Daumen hoch da. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen, weil ich hab's mir. Jetzt habe ich es mir echt mal verdient. Mit Magenschmerzen und so verlasse ich euch nun in die Aufnahmepause. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hoffentlich netter wird in diesem Spiel. Wenn es so nett bleibt, wie es bisher war. So ohne Jumpscares und so. Also. Ja gut, das eigentlich waren ja gleich am Anfang mit den Fallen. War schon ein bisschen Jumpscare. War ja auf einmal so plötzlich. Bumm. Egal. Kann nicht mehr richtig reden. Bis dann, trollt euch, Wirsing. Ich gehe jetzt sterben. Bleh.